Guten Morgen! Heute möchte ich euch einmal eine Übersicht über die verschiedenen Zuckerarten geben. Ich werde weniger zum gesundheitlichen Nutzen oder den gesundheitlichen Gefahren dieses Grundbaustein unseres Lebens sagen, sondern ich werde lediglich einfach zur Unterscheidung und eventuell auch ein bisschen zur Herstellung diverser Zuckerarten referieren. Der Zuckerkonsum hat zweifelsohne eine richtig große wirtschaftliche Bedeutung. Seit den 80er Jahren ist der Zuckerkonsum immer stetig angestiegen, wobei der Zucker, der aus Zuckerrüben gewonnen wird, relativ konstant bleibt, aber der, der aus Zuckerrohr gewonnen wird, kontinuierlich steigt. Zuckerrohr wird vor allem im Bereich der Tropen, also auch im Bereich des tropischen Klimas, wie zum Beispiel in Brasilien, in Indien, in Thailand oder in Kuba, da wird der Zuckerrohr vor allem angebaut. Die Zuckerrüben, die werden eher in den gemäßigten Breiten angebaut, wie Mittelwest- und Osteuropa. Pro Kopf verbraucht die Zahl hast du mir gemerkt, Israel mit knapp 60 Kilogramm Zucker pro Jahr mit Abstand am meisten. Das bedeutet, die Menschen in Israel verbrauchen pro Woche mehr als 1 Kilogramm Zucker. Wir Deutschen verbrauchen im Jahr lediglich gut die Hälfte mit ca. 34 Kilogramm pro Kopf. Nun liest man ja überall, wie schädlich Zucker für die Gesundheit sei, aber ja, in den meisten Fällen ist es einfach nur Polemik und die Ursache liegt weniger im Zucker und seinen biochemischen Abläufen, sondern eher in der Gestörtheit des menschlichen Geistes. Nur das wollen die wenigsten wissen. Es ist doch viel schöner, wenn man einfach ja, einer Pflanze die Schuld geben kann und sagen, hier, du bist schuld und nicht ich. Also der Zucker an sich ist nicht schädlich, nur der Konsum und warum man den konsumiert, das ist schädlich. Denn Fakt ist, das Land mit dem höchsten Zucker-pro-Kopf-Verbrauch Israel hatte zeitgleich auch mit die höchste Lebenserwartung in einer Liga mit Schweiz und Japan. Auch hier gilt immer wieder, lasst euch nicht verrückt machen und esst genüsslich Zucker und liebt es, süße Speisen zu euch zu nehmen. Immer vor dem Hintergrund, dass man geistig gesund ist. Und Fettleibigkeit ist in den meisten Fällen halt ein klarer Indikator dafür, dass man auf psychologischer Ebene ja Probleme hat. Da isst man einfach zu viel, egal von was. Na? Aber ich wollte ja die gesundheitsfördernden Faktoren und beschränkenden Faktoren des Zuckerkonsums mal ausblenden und zur Herstellung und vor allem zu den verschiedenen Arten etwas sagen. Der den meisten bekannte Zucker ist der sogenannte Haushaltszucker. Dieser Zucker wird offiziell als Saccharose bezeichnet. Dieser wird aus Zuckerrohr und aus Zuckerrüben gewonnen, also kann aus beiden jeweils gewonnen werden. Dem Haushaltszucker gegenüber steht der Fruchtzucker. Dieser Zucker kommt, wie der Name schon sagt, in Früchten, aber auch in Honig vor. Der hat sowohl eine höhere Süßkraft als der Haushaltszucker, als hat er auch für die meisten einen Vorteil, insbesondere für die Diabetiker, dass er den Insulinspiegel nicht erhöht. Und Fruchtzucker wird auch als Fructose bezeichnet. Also wir haben jetzt den Haushaltszucker, Saccharose und den Fruchtzucker, die Fructose. Nun kommen wir zu den Milchzucker. Das ist die Laktose. Wie der Name schon sagt, ist es eine Zuckerart, die in Milchprodukten vorkommt und keine davon losgelöste Bedeutung in den Regalen der Supermärkte hat. Die Laktose ist im Übrigen auch, wie der Name quasi schon sagt, für diese Laktoseunverträglichkeit verantwortlich. Entsprechend unpopulär ist Laktose auch und wird quasi nur als Mitbringsel in den Milchprodukten geduldet, ist aber elementar für die Herstellung sogenannter Sauermilchprodukte wie Joghurt und auch andere weiterverarbeitete Milchprodukte. Da hat es sozusagen dieser Milchzucker einen Sinn, aber für uns jetzt nicht, wir kaufen jetzt keinen Milchzucker oder so. Auch noch zu den bekannten Zuckern zählt der Traubenzucker. Der Traubenzucker ist ein Zuckermolekül, das beim Abbau von Stärke entsteht. Entsprechend nennt man diesen Vorgang auch Stärkeverzuckerung. Der Fachbegriff hier heißt Glucose, aber auch Dextrose ist gebräuchlich. Das heißt, wir haben nun Saccharose, das ist der Haushaltszucker. Wir haben Fructose, das ist der Fruchtzucker. Dann haben wir Laktose, das ist der Milchzucker und die Glucose, das ist der Traubenzucker. Jetzt kommen wir zur Maltose. Diese ist ähnlich der Glucose ein Abbauprodukt von Stärke, wird aber singulär ebenso wie die Laktose nicht im Handel irgendwo zu finden sein. Er wird industriell aus Gerste gewonnen und
eigentlich lediglich, bis auf ein paar Ausnahmen, zur Alkoholproduktion ausgenutzt. Also diese 5 Tosen solltet ihr euch merken: Saccharose, Fructose, Laktose, was war's jetzt noch? Glucose und Maltose. Dann gibt es noch den Rohrzucker. Das ist im Endeffekt chemisch nichts anderes als Haushaltszucker. Nur dass Haushaltszucker auch aus Zuckerrüben gewonnen werden kann und nicht nur aus Rohrzucker. Und im Endeffekt der Begriff Rohrzucker lediglich darauf hinweist, dass dieser Haushaltszucker, also Saccharose, aus dem Zuckerrohr gewonnen wurde. Beim Rohrzucker kann man zu dem normalen Haushaltsrohrzucker noch Vollrohr- und Rohrohrzucker kaufen. Vollrohrzucker ist der reine getrocknete Saft des Zuckerrohrs ohne Reinigung des Saftes. Er besteht aus 93% Saccharose, also Haushaltszucker, und 7% natürlichen Mineralien, Ballaststoffen und anderem Zeug, was in der Pflanze eben noch vorkommt. Der Rohrohrzucker ist bereits ein weiterverarbeitetes Zwischenprodukt und enthält zwar auch noch einige Vitamine, aber wer Wert auf einen hohen Grad an Unverarbeitetheit legt, der sollte sich nicht vom Namen Rohrohrzucker blenden lassen, sondern er sollte dann in diesem Bereich eher den Vollrohrzucker kaufen. Analog zum Rohrzucker gibt es eben auch den Rübenzucker. Auch dieser ist genau wie der Rohrzucker ganz gewöhnlicher Haushaltszucker, chemisch gesehen, also Saccharose. Nur dass er eben aus Zuckerrüben gewonnen wurde. Das ist der einzige Unterschied. Dann gibt es noch den Palmzucker. Der Palmzucker, wie der Name schon sagt, wird aus dem Auspressen von Palmen gewonnen. Dieser hat eine sehr geringe Süßkraft, aber sein Vorteil liegt in dem Aroma, er hat ein ganz bestimmtes Aroma, was bei Gebäck und Desserts Verwendung findet. Analog gilt es auch für den auch noch relativ unbekannten Kokosblütenzucker. Auch hier steht einer relativ geringen Süßkraft ein ganz spezielles und sehr sehr eigenes Aroma gegenüber, was entsprechende Liebhaber dieser Geschmacksrichtung regelrecht in Ekstase bringt. Zu den Kokosblütenzuckerliebhabern gehöre im Übrigen auch ich. Der billigste und der besten, den es gibt, den habe ich euch mal unten in der Infobox verlinkt. Und ich habe schon zig Kokosblütenzucker ausprobiert, aber kurioserweise ist in diesem Fall wirklich der billigste auch der beste, zumindest im Geschmack. Der Geschmack, wie kann man den beschreiben, hat so an so einen Karamell erinnernde Note und ist durchaus so als leicht rauchig zu bezeichnen. Ja. Gehen wir weiter. Es gibt noch den sogenannten Gelierzucker, der zur Herstellung von Marmeladen und anderem ekligen zähflüssigen Zeugs da gebraucht wird. Das ist im Endeffekt Zucker, der mit einer Raffinade von gehärteten Palmöl, dem Geliermittel Pektin und einem Säurungsmittel, meist Zitronensäure, hergestellt wird. Ja, dann gibt es bei den Zucker noch Unterteilungen in Farben, wie zum Beispiel brauner Zucker oder weißer Zucker. Und dann gibt es auch noch Unterteilung in der Größe oder in der Konsistenz, wie die ganzen Hagel, Kastor, Seiden, Puder oder Einmachzucker. Und sogar für manche Regionen gibt es eigene Zuckernamen. Mir fällt da jetzt spontan der Muscovado ein, aus Mauritius ist der. Aber das sind dann mehr oder weniger alle so Marketingnamen, die man nicht zu kennen braucht wirklich. Die 5 Tosen, das sollte man wissen. Wenn man Zucker mit einer Fettschicht umrandet, dann spricht man von Dekorierzucker. Das gibt's auch noch. Karamell zählt nicht wirklich zu den Zuckerarten, aber man sollte wissen, dass Karamell einfach erhitzter Zucker ist. Und je nach Bräunungsgrad, also wie lange man den erhitzt, hat er auch ein unterschiedliches Aroma. Ebenfalls eine zähflüssige Masse ist die Melasse, was ein dunkelbrauner Sirup ist, der quasi der Produktionsrest in der Zuckerherstellung darstellt. Aber bei uns oder generell wisst ihr ja, Reste werden verwertet und entsprechend findet Melasse in der Alkoholherstellung und bei der Herstellung von Vieh- und von Nahrungsergänzungsmitteln Verwendung. Dann gibt es noch aromatisierten Zucker wie Vanille oder Vanillinzucker, die eben mit den entsprechenden Aromen gemixt werden. Ja, das sollte mal ein kompaktes Wissensvideo, auch wenn ich irgendwas vergessen habe, das weiß ich, aber das sollte mal ein kompaktes Wissensvideo zum Thema Zucker sein und dass man sich auch mal bei seinen Favoriten bei YouTube ablegen kann, wenn man wieder vor lauter Zuckerbegriffen den Überblick verliert. Ich hoffe und ich bin mir sicher, dass ihr genauso wie ich bei der Recherche für dieses Video wieder einiges Neues gelernt habt oder Altes auffrischen konntet.
Generell könnt ihr auch alle meine Wissensvideo in einer Playlist anschauen und die habe ich euch hier mal verlinkt, ja, wenn euch im Endeffekt danach ist, einfach Wissen zu inhalieren. Und wenn euch da danach nicht der Kopf raucht, dann will ich euch unbedingt kennenlernen, weil dann seid ihr genauso wissbegierig wie ich und ja, dann haben wir interessante Gespräche. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende und wir sehen uns morgen wieder, wo ich wahrscheinlich eine neue Videoreihe zu einem immer populär werdenden Thema starte. Was das genau ist und ob das tatsächlich morgen beginnt, das weiß ich noch nicht ganz genau, aber ich freue mich auf jeden Fall schon total auf morgen, egal was kommt, und wir sehen uns dann. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.